Romano Schmid bekommt keine Chance. Johannes Eggestein vor dem Absprung und Yuya Osako bekommt Rückendeckung nach schlechter Leistung. Das und vieles mehr nach dem Intro. Leute, erstmal nochmal herzlich willkommen bei Real Nico. Heute zum Doppel-Upload. Ich weiß, manchmal, vielleicht ist das auch ein Tick zu viel heute. Ihr wisst, Doppel-Upload ist nicht keine Normalität. Ihr könnt auch gerne reinschreiben, wie ihr sowas findet. Es ist nun mal so, dass ich den Tipp der Woche habe ich euch versprochen. Ich wollte das auch unbedingt bringen. Und er kam ja gerade eben online, ist auch unten verlinkt. Tipp der Woche, wie gesagt, könnt ihr gerne abchecken, wenn ihr darauf Bock habt. Und jetzt gibt es aber auch News, über die ich unbedingt noch reden wollte, denn morgen der Tag ist verplant. Ich habe es vorhin schon mal erklärt. Romano Schmid bekommt einfach keine Chance nach dem ersten Testspiel, wo er sich wirklich gut auf der 8 präsentiert hat. Wir hatten im Livestreams und auch in Videos super Kommentare zu Romano Schmid. Zwischen 8er und 10er konnte er da so ein bisschen jonglieren. Extrem dribbelstarker Spieler, bringt Schwung rein. So dieses, ich sag mal, aufgrund seiner Größe ist er halt so schwer zu packen. So ein kleiner Junuzovic, also er erinnert einen irgendwie an Junuzovic. Und war in dem einen Testspiel auf jeden Fall wirklich stark. Man sagt, also es heißt halt, er muss sich an das Bundesliga-Niveau gewöhnen. Andererseits würde ich das halt auch einfach gerne mal sehen, wenn man ihn halt mal reinschmeißt, weil als Einwechselspieler ihn reinzuschmeißen, ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen mit Romano Schmid. Entweder hopp oder top, wir können mittlerweile fünfmal wechseln. Wenn er dann komplett versagt, muss man halt nochmal wechseln. Er hat er seine Chance halt komplett vertan. Aber ihm die Chance geben, finde ich, wäre fair. Gerade nachdem man einen Osako, der zweimal in Pflichtspielen nicht abliefert und überall in der Kritik steht, in Schutz nimmt, aber ein Romano Schmid nicht mal die Chance gibt, weil er sich an das Niveau gewöhnen muss. Wie die Spieler da behandelt werden oder wie man mit denen umgeht, ist irgendwie einfach nicht gleich aus meiner Sicht, aus meiner Sichtweise zumindest. Denn auch, das ist unser wichtigstes Thema eigentlich, Johannes Eggestein hat in der Vorbereitung geknipst, wie blöd auf gut Deutsch gesagt. Also wirklich, wirklich starke Leistungen gemacht. Hat auf dem linken Flügel zu 90% gespielt, aber sehr zentrumlastig. Also er konnte auch ins Zentrum reinziehen, hat das überragend gemacht, auch in der Rückwärtsbewegung. Extrem gut. Bekommt jetzt keine Chance. Kam in Jena für 5 Minuten rein. Ich meine, da kannst du deine Chance nicht nutzen. Es hieß vor der Saison, er soll seine Chance nutzen. Er hat sie in der Vorbereitung genutzt. Wie soll er sie denn jetzt in der Liga nutzen, wenn er nicht eingewechselt wird, wenn er nicht auf dem Feld ran darf, ne? So, ich bin gespannt, wie das morgen aussieht mit der Aufstellung. Ob Johannes Eggestein morgen eine Chance bekommt. Es war ja auch zwischenzeitlich so, dass Pauli sehr interessiert an Eggestein war. Dieses Gerücht oder diese Konstellation ist wohl aber weggebrochen. Ebenso wie, da kommen wir auch direkt, naja, da können wir gleich noch drüber reden. Eggestein wollte ich noch was zu sagen. Und zwar würde ich einfach mal gerne sehen, wenn ein Eggestein zum Beispiel neben einem Sargent als Mittelstürmer spielt und Chong auf dem Flügel, wie das dann aussieht. Denn Sargent kann sich auch auf dem Flügel fallen lassen und Jojo ins Zentrum lassen. Plus genauso auch andersrum, Jojo hat in der Vorbereitung schon auf dem Flügel gespielt. Also ich glaube, dass man da, auch wenn das hart klingt, vielleicht mal Füllkrug und Selke auch rausnehmen könnte und die jungen Wilden belohnen könnte. Ebenso wie mit Aru. Aru sehe ich definitiv in der Startelf, meiner Meinung nach. Baum auf der 6 hatte ich euch auch schon was zugesagt, hatte schon ein paar Mal was zugesagt. Aber das ist heute nicht Thema. Aufstellung gibt es morgen im Livestream. Man merkt immer so, wenn man dann einmal im Fluss kommt, dann will man eigentlich dazu auch noch was sagen. Aber ja. Auf jeden Fall kommen jetzt die ersten Wechselgerüchte über Johannes Eggestein in den Raum. Ihr könnt das auch gerne mal googeln, gerne mal nachschauen. Da werdet ihr auch Artikel zu finden. Bei Instagram gibt es auch viele Artikel dazu, aber auch im Internet so allgemein. Ja, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Schreibt mir auch gerne mal rein, was ihr davon halten sollt. Ich könnte es irgendwo verstehen, wenn er dann letztendlich wechselt, wenn er halt einfach keine Chance bekommt, trotz guter Leistung in der Vorbereitung. Andererseits finde ich die Zeit halt auch sehr extrem traurig, weil ich eigentlich immer Befürworter war von dem Eggestein oder eigentlich auch damals mal von den Eggesteins, aber das kann ja auch wieder kommen, darf man. Ich fände es schön, wenn wir ihn einfach mal wieder reinschmeißen würden oder seine Chance bekommen würde. Dann kann man immer noch gucken. Ebenso wie Romano Schmid und dass man ein Osako sagt nach so einer Leistung,
Ja, da hält man zu Not auch den Kopf hin und wirft sich davor den Spieler. Ich meine, du kannst als Trainer deine Spieler verteidigen, aber wenn jemand zweimal hintereinander keine Leistung bringt und du ihm dann sagst oder in der Öffentlichkeit dann sagst, er hat kreative Momente und kann kreativ das Spiel beeinflussen, dann solltest du ihn vielleicht mal von der Bank ausbringen. Liefert er dann auch nicht, hat er dreimal hintereinander nicht geliefert. Also, wenn er jetzt wieder in der Startelf ist, wäre für mich schon extrem kurios. Auch hierzu gerne eure Meinung in die Kommentare. Das war's wieder mit so einem kleinen Update kurz mal. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. Wie gesagt, morgen der Livestream, danach Spielanalyse. Ich hoffe, ihr habt Bock. Livestream 11. Wer ist dabei? Wer ist am Start? Schreibt's rein. Ciao.